Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Zwergenmensch. Staffel. So, in der letzten Folge sind wir bei Margrets Gabelung angekommen, haben Duwens aufgenommen und haben die Paladine, die einem hier aufgelauert sind, erledigt. Die hatten sogar, glaube ich, noch einen Text dabei. Also das kann erstmal weg. Der hat auch einen mittleren Schild, ja. Anscheinend habe ich keine andere Wahl, als dir Befehle zu erteilen. Redricks Truppen sind sehr ausgelassen und die Straße durch die Winde südlich von Goltha ist unbewacht. Angesichts dieser günstigen Umstände kannst selbst du ein paar Bauern erledigen. Die Bogenschützen haben mir gesagt, dass die Männer von Kolz nach Süden geflohen sind. Solltest du einen von ihnen ergreifen können, ließ ich mich eventuell überzeugen, dir deine früheren Fehler zu verzeihen. Zum letzten Mal halte dich von Trutzbucht fern, wenn ich nicht einmal darauf verlassen kann, dass du mit wenigstens etwas Diskretion ein brauchbares Exemplar beschaffst, dann seid ihr gewiss, dass ich keinerlei Skrupel haben werde, stattdessen das mir zur Verfügung stehende Material zu verwenden. O. Ja, mal sehen, ob wir O irgendwann begegnen werden. Oh ja, ein Waldtroll. Die können richtig garstig werden. Haben wir irgendwas Feuriges für dich? Ja, göttliches Mal. Let's have it out! Let's have it out! Gut, wenn man nicht mit seinen Zaubern und so geizt, dann. Ich glaube, das ist viel besser. Oh, Fulvanus-Amulett. Goldobel. Der Goldobel doppelte seine große Goldmünze selbst in den Balearischen Republiken, eine seltene Münze, die meistens von wohlhabenden Adligen benutzt wird. Einer ist 18 Kupferpfund wert. So, was hat Fulvano hier geschrieben? Dieses Stück Pergament ist zerrissen und mit Blut und Treuspeichel gesprenkelt. Auf dem verbliebenen Rest steht: Besorgt, dass ihm etwas passiert sein könnte. Nachdem ich Trutzbruch erreicht habe, werde ich Führer anwerben, die mich sicher zurück nach Westen bringen. Vielleicht können wir Fulvano ja finden. Momentan bereue ich, meinen Eifer Goltha verlassen zu haben. Es ist sehr dunkel. Also noch so eine arme Sau, die durch Fulvano gestorben ist. Heilung erhalten. Der könnte das gut gebrauchen. Auch wenn er dadurch keinen Umhang mehr hat. Oder? Ja, Reflexbonus gibt es ihm auf jeden Fall noch. Weil die Gemeinheit ist ja, wie in Baldur's Gate und so, sind diese Sachen nicht kumulativ, wobei man in Baldur's Gate die Sachen dann gar nicht erst anlegen kann. Also in Baldur's Gate 1 und 2. Ist er so nett und teilt das einem mit. Und hier im Adra war was. Also erstmal eine Leiche. Oh, ein guter Zweihänder. Dein Spiegelfeld verzerrt und verdreht sich im lebenden, glänzenden Adra. Ich glaube, Wildschweine waren hier noch in der Gegend unterwegs. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, den Bereich haben wir noch nicht abgeguckt. Genau, hier sind Wildschweine. Hm?
How may I help? Okay. I shall deal with just like an adherent. Okay. Wildschweine können garstig sein. Aber richtig garstig, ey. I'm here. Gut, eigentlich sollten wir rasten, weil Alof ist ziemlich am Arsch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so auf Alof losgehen. Aber glaube ich, das sind sie früher auch schon, die blöden Wildschweine. So, jetzt sollten wir alles erkundet haben. Jupp. Wenn wir der Südstraße folgen, sollten wir Richtung Brücke und Anslocks. Nee, nur Richtung Brücke kommen. Nee, nur Richtung Anslocks Kompass kommen. Wir wollen jetzt aber erstmal die Schwarzauen. Die Schwarzauen möchte ich jetzt erstmal nur durchqueren, weil ich will nach Khet Nuha kommen, um den Ort schon mal auszukundschaften. Also mein offizieller Zweck ist es, Khet Nuha auszukundschaften. Oh. Ein Troll. Waldtroll. Navaru. Ja, das macht wirklich verdammt viel Schaden. Ein gut eingesetzter Feuerstrahl. Ja, man sieht, die Schwarzauen wirken gefährlich. Feldmäuse springen auseinander und krabbeln zwischen die Zähne der Bestie. Und high verstörende Vision. Die Knochen fühlen sich steinhart an, sind aber überraschend leicht. So, Khet Nuha. So, da steht Kanna rum. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich weiß gar nicht. Haben wir... Ja, die Prüfung des Duels haben wir noch gar nicht gelesen. In Makrans Gabelung traf ich einen merkwürdigen Priester, der vorgibt, dass wir vom gegenseitigen Befangen etwas erlangen müssen. Duels ist der Ansicht, dass er und ich zum gemeinsamen Reisen bestimmt wären und dass wir einander lehren könnten. Er ist ein Mann vieler Worte, der mir Fragen aufzuwerfen als Antworten zu bieten scheint. Aber vielleicht kann ich etwas Wissenswertes von ihm lernen, wenn ich lang genug mit ihm unterwegs bin. Schmiedeslieferung. Ja. Tuantano, der Schmied von Goltar, wartet schon seit langer Zeit auf eine Lieferung. Er sorgt sich, dass dem Wagen, der auf der östlichen Straße nach Goltar unterwegs ist, etwas passiert sein könnte. Tuatanu hat mich gebeten, einen Vorratswagen der Schmiede Schwarzer Hammer aufzuspüren, der die Schmiede schon vor mehreren Tagen hätte erreichen sollen. Er vermutet, dass ich wohl in den Schwarzauen, die südöstlich von Goltar liegen, eine Spur finden könnte. Ich bin in den Schwarzauen eingetroffen. Tuatanu hatte viel über Gefahren dieses Ortes zu erzählen, der vor Tieren und Gesetzlosen nur so zu wimmeln scheint.
Das heißt, das Suchen der Straße könnte zu einem Hinweis auf das Schicksal des Wagens oder sogar der Lieferung selbst führen. Aikana. Gleich neben dem Weg nach Khet Nuur steht eine imposante Gestalt. Ein großer, untersetzter Amauner in einer abgenutzten Rüstung, der die Außenmauer der Burg hinaufspäht. Er hat ein kleines Stück Holzkohle in der Hand, mit dem er fieberhaft Notizen auf einem kleinen Stück Papier macht. Mehr als einmal muss er seine farbenfrohe Kappe davon abhalten, ihm beim Hinaufschauen vom Kopf zu rutschen. Das modrige Mauerwerk muss ja faszinierend sein. Der Mann blickt zu dir herüber und blinzelt überrascht. Sein Gesicht lockert sich zu einem sehr breiten Grinsen auf und er winkt dir über das Pergament hinweg zu. It is. Well, not the wall itself, perhaps. The construction is very traditional. There are names scratched upon some of the bricks. Just there. Workers and masons, I expect. Carving a little immortality for themselves. It's a fine keep, Khet Nuur. 2 centuries to its name, and abandoned for nearly as long. In der Tat, ja. In der Tat, naja, die Mauer selbst vielleicht nicht. Der Bau ist sehr traditionell. Gleich da drüben wurden auf die Ziegelsteine ein paar Namen eingeritzt. Vermutlich Arbeiter und Steinmetze, die sich verewigen wollten. Mit liebevollem Gesichtsausdruck schaut er abermals die Mauer hoch. Khet Nuur ist eine gute Burg. 200 Jahre ist ihr Name alt und fast so lange war sie verlassen. But the truly interesting part is in there. And I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear or else has been devoured by his houseguests. Der wirklich interessante Teil aber ist da drin. Er deutet mit dem Stück Holzkohle auf die Tore. Und viel Glück beim Erreichen der Burg selbst hatte ich auch nicht. Ich hoffe, den Herrn dieses Ortes zu finden, einen Mann namens Meyerwald, aber entweder liegt ihm seine Privatsphäre sehr am Herzen oder er wurde von seinen Hausgästen verschlungen. Was willst du denn von Meyerwald? Or, to be less clever about it, a certain text. I've come in search of a great treasure, you see. Not gold or silver. But the Tanvi Oratoa, you might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of Rauatai, but we possess only a small fragment of it. Wissen, er grinst, oder mit einfacheren Worten einen bestimmten Text. Ich bin auf der Suche nach einem großen Schatz hierher gekommen, musst du wissen. Kein Gold oder Silber, sondern das Tanvi Oratoa. Man könnte es auch das Buch der Tugenden nennen. Es enthält heilige Texte von Rauatai, aber wir besitzen nur ein kleines Fragment davon. Ein Jahr war ich auf der Suche nach dem Rest und ich habe Hinweise gefunden, die mich glauben lassen, dass sich das Original gleich da drüben befindet, unterhalb der Burg. Ich möchte Meyerwald fragen, was er darüber weiß. Und du, meine Freundin, warum bist du hier? Anscheinend bin ich etwas, was man einen Wächter nennt, und Meyerwald kann mir sagen, was das zu bedeuten hat. A Watcher? You've spoken with spirits? There are many questions I would ask, if I could do the same. Ein Wächter? Er blickt dich mit unverhohlener Neugier an. Du hast mit Geistern gesprochen. Wenn ich das auch könnte, gäbe es vieles, was ich fragen würde. Naja, vielleicht können wir einander vielleicht helfen. Vielleicht. Das Gelände ist mit allerlei Biestern verseucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Allein wollte ich es nicht riskieren. Du aber scheinst befähigt zu sein. Zusammen könnten wir es schaffen. Und dann können wir beide Meyerwald unsere Fragen stellen. Dann lass uns Meyerwald aufsuchen. Hervorragend, geh voran, meine Freundin. Ich werde dir auf dem Fuß folgen. Oh, einen Moment, wo wir gerade dabei sind, sollte ich dich zuerst warnen. Bei unserer Szene, das habe ich fast vergessen. Manchmal ist mir jemand gefolgt. Es begann in Edir und in Ixamitl haben sie mich gleich angegriffen. Ich glaube, sie wollen nicht, dass ich finde, wonach ich suche. I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I paid them little mind. Humorless swords in long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Ich sage, ich glaube es, aber das hat mir einer meiner mächtigen Mörder erzählt, schnaubt. Ich beachte sie kaum. Humorlose Kerl in langen Roben. Aber weißt du, aus diesem Grund habe ich das Schwert mitgebracht. Und es ist nur gerecht, dass du es auch erfährst. Das scheint dich ja nicht sonderlich aufzuregen. Das sind schon ein paar Mörder verglichen mit unserer Freundschaft. I'm glad you're not discouraged. Come then. Who knows what we will find inside? Er lacht. Ich freue mich, dass du dich nicht entmutigen lässt. Also komm, wer weiß, was wir im Inneren vorfinden werden. So, wir haben Kanna dabei.
Following your lead. Aye? Following your lead. Und den setzen wir dahin und Alof mal dahin. So, Kanna ist mit einem Panzerbrecher und einer Akebuse ausgestattet.